Eine Twisted Lady ist eine Lady, die eigentlich sehr ladyhaft aussieht in ihrer Bekleidung. So ein bisschen Königin Mutter von mir aus auch. Aber so einen kleinen schrägen Touch dazu. Die Kollektion Twisted Lady ist Twisted Lady, weil auf der einen Seite ist es einfach eine schöne Kollektion, aber es könnte sein, dass man die irgendwo findet in einem Secondhand-Laden, will ich nicht sagen, vielleicht eher so ein Antiquitätenladen, der auch Sachen aus dem 20er, 30er, 40er, 50er, 60er und so hat und irgendwo da dazwischen so ein Collier, das würde man sich nicht wundern. Sieht da ein bisschen vererbt aus und würde sowohl zum Kostüm passen, als auch zu einem Kleidchen im Hausfrauenputzkleidchen-Look mit einem kleinen Trümmerfrauenfrisürchen und vielleicht noch ein unpassendes Perlenärmbändchen dazu, was gar nicht dazu passt, nach Twisted Lady aussehen. Und das ist die Kollektion. Und wenn man es ganz alleine so für sich sieht, ist es einfach nur schön. Aber wenn man sich das dann so vorstellt, ist es halt Twisted Lady. Ich verwende das für eine Technik, die bei mir immer wiederkehrt. Das Umwickeln, Überwickeln und Verdrehen von Draht. Des Öfteren kommen dabei Spiralen raus oder Mäander, was aber wahrscheinlich auch mit meiner Kultur zusammenhängt, weil als Grieche ist klar, Spirale, Mäander, ganz klar.